Ah, da. Bauplan. Ich möchte den Bauplan haben. Gib mir den. Nein! Das ist saudämlich platziert, der Bauplan. Kommst du nicht dran? Ja, ich habe die ganze Zeit nur die Werkbank aktiviert. Achso. Bauplan, Betäubungsschlag. Könnte ich machen. Ich könnte Stacheldraht machen. Mit was denn? Mit der Schaufel oder was? Stachel-Universal, das kann auch nicht. So, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Ich hab das, ich hab das, ich hab das. Universal-Axt. Das könnte ich jetzt eigentlich austauschen und dafür. Mit den Klauen. Das hier reinnehmen. So, okay. Ah, gut. Scheiße. Hm? Ich brauch Bolzen. Weil du dann was machen kannst? Dann kann ich mir eine Reißklauen-Mod an meine Klaue dran machen. Wie? Und ich hätte die Möglichkeit, dieses Flüssigfeuer zu machen, wenn ich nur eine Stahlroute hätte, aber ich weiß immer noch nicht, mit was er das bauen will. Wenn er das auch mit Klaue machen will, dann mache ich das auf gar keinen Fall. Weil eine Klaue mit so einem Ding... Ah ne, mit der Schaufel, okay. So, währenddessen kann ich mal gucken... Also wir haben eine Hauptquest, klar, nämlich die von Markus 4. Fortlaufende Ereignisse, ja gut, das mit Schmerztabletten, stimmt, das ist mit dazugekommen. Und dann würde ich sagen, dass wir die Nebenquests machen, oder? Jo, aber, achso. Tatsächlich, neue Teamquests, glaube ich jetzt. Ja, neue Teamquests. Ich nehme die mal gerade an. Achso, okay. Dreimal Elektroschrott einmal als Quest. Ah, das war's auch schon. So, ich vergib noch gerade einen Skillpunkt. Kannst du mal gerade schauen, ob du Bolzen hast? Ja, Moment. Bolzen sind hier in meinem Inventar. Einmal. Na, ich hab. Ich habe auch nur einen, glaube ich. Ich brauche 4. Mist. Egal, dann nicht. Okay. So. Welchen Nebenquest machen wir jetzt? Sicherer Ort, Gegengift, alternative Medizin. Sollen wir das erste machen? Sicherer Ort? Ja, würde ich sagen. Suche nach dem Baumhauslager. Im Baumhaus. Ich wollte schon immer mal ein eigenes Baumhaus haben. Baumhaus, wie kommen wir hier raus? raus. Ja, super, ich falle natürlich erstmal ins Wasser. Ja, jetzt ganz toll. Komme ich hier auch wieder raus? Wäre besser. Daran hat der Entwickler irgendwie nicht gedacht. Juhu. Ach, hier ist eine Treppe. Yay, guten Abend. Hi. Gut, dann mal, auf in den Kampf. Schön, dass sie die Tür wieder aufmacht. Wo auch immer das Baumhaus nur noch sein mag. 300 Meter. Ja, vermutlich da, wo wir gerade eben runtergesprungen sind von den Felsen wieder hoch. Aha. Aha. Ich hänge? Aha. 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 Du hängst? Ich hab gerade irgendwie so im Holz festgehangen. Du benutzt jetzt deine Wolverine-Klauen, ja? Ja, was mir gerade sehr blöd kommt, weil warum benutzt er eigentlich immer nur eine Klaue? Und haut mit hier. Beiden Fäusten zu? Weiß ich nicht. Warum kann ich keine zweite Klaue an die andere Faust dran machen? Wäre das nicht wesentlich attraktiver? Er muss noch üben. Ach. Lass ihn doch. Also sollen wir Auto fahren? Ja, würde ich sagen. Sofern das Ding noch da ist. Eher nicht, weil ich da nicht geparkt habe, wo mir gerade einfällt. Bist du denn des Wahnsinns, du Mörder, du selbst? Lappen. Ja, genau das bist du. Ja, ein oller Lappen. Lappen. Ja. Aber wenn wir jetzt genau in die Richtung gehen, dann hinten müsste eigentlich doch wieder ein Auto spawnen, hoffe ich. Da oder? Steht sogar schon eins. Ja, genau. So. Dann jetzt schnell rein in die Kiste. Und dann... Ja, gute Frage. Wohin eigentlich? Go. Keine Ahnung. Lauf, fahr, also behalt irgendwas.
Weil eigentlich sieht das doch fast so aus, als können wir, müssen wir hier geradeaus durch, oder nicht? Können wir da... Ach so, du meinst hinter dem Häuschen einfach weiter? Ja, würde ich sagen. Ne? Oder, warte mal, kannst du nicht irgendwie da links um, das, um die Dead Zone rumfahren? Ich glaube nicht, weil da links konnten wir auch nur auf so eine komische Barrikade drauf. Siehst du, hier ist alles dicht. Mist. Ja, dann gehen wir durch das Haus da, würde ich sagen. Könnten wir ganz kurz eine Pause machen? Bei mir hat es nämlich gerade geklingelt. Ja, können wir. Okay, dann hier kurzer Schnitt. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, sorry, da bin ich wieder. Blub. Platsch. Bla. Ich fahr mal. So, jetzt da hinten mein, durch, meinst du? Richtig, hab eine E-Mail bekommen, cool. Müssen kurz Pause machen. Nein. Werkbank, ja. Die E-Mail läuft mir nicht weg. Hm? Die E-Mail läuft mir nicht weg. Hab bestimmt nur wieder einen Abonnenten bekommen. Ach, immer dasselbe. Das passiert eigentlich alle 5 Sekunden, aber ich stimme meistens den Sound aus. Oh Gott, ist das... Schön. Ja. Irgendwann, irgendwann darf ich das auch mal sagen. Da bin ich auch ganz ruhig. Ach, warte mal, waren wir hier nicht auch schon mal? Oder sieht hier nur einfach alles gleich aus? Es ist Dschungel, natürlich sieht alles gleich aus. Das ist ein gutes Argument. So. Ich kann mich an die ganzen Pflanzen jedenfalls nicht erinnern. Warum stehen hier überall Koffer rum? Das ist eine gute Frage. Wenn das hier nur Wer schleppt hier hinten in die Pampa so einen dämlichen Rolli mit? Also, ich bitte dich. Das ist allerdings wirklich eine sehr gute Frage. Selbst in einer Urlaubsinsel wirst du wohl kaum einen Koffer irgendwo mitten im Gemüse finden. Zumindest nicht ständig und schon dreimal nicht mit Geld. Irgendwie macht mir das Angst, dass wir hier so ein bisschen durchs Wasser warten müssen. Dir auch. Ich habe seit dem letzten Bootsfahrabenteuer eine ziemliche Abneigung gegen dieses kalte Nass. Lebst du? Tatsächlich. Ertrunkener. Ich glaube, er ist ertrunken. Der ploppt bei mir immer wieder hoch und runter. Ist hinter uns was? Nee. Nein. Aber vor uns, das ist hier noch ein bisschen Schwimmgut. Ich dachte, ich hätte was gehört. Ich dachte eigentlich auch. Irgendwas hat mein Kollege hier auch gerade gelabert. Ich weiß nicht genau was. Blub, 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 blub. Die irritieren mich. Die ploppen immer wieder an die Oberfläche und verschwinden dann plötzlich wieder. Wenn es wirklich ertrunken wäre. Der ist weg. Okay. Naja, mein Gott. Fragen wir nicht weiter, passt nee. Schon. Ich glaube, wir sind hier mit dem Boot tatsächlich lang gefahren. Ja, gell. Es kommt mir nämlich auch sofort. Was war das? Achso, mein Special Move. Kann man hier rein? Oh, Secret? Oder auch nicht. One-Up-Pilz, irgendwas? Ne? One-Up. <Dillidil. lacht> Da-da-da-da. Das passt sich Robin. Das wäre doch mal ein geiles Easter Egg. Ja. Du hast 50 Rubine gefunden. Leider kannst du keine Rubine mehr tragen. Deine Rubintasche ist voll. Das wäre so gut. So, Slalom um die Ertrunkenen ring. Darf man das schon mal behaupten? Ich habe einen ertrunkenen Slalom gelaufen. Ich sehe einen grünen Kreis auf der Map. Und das sieht aus wie ein Baumhaus. Wo? Ja, da. Ach, da oben. Wo? Ins Wasser guck. Wo ist das Baumhaus? Wo? So. Soll das hier eine Leiter sein? Ach, tatsächlich. Ich glaube. So. Ich erobere das Baumhaus. Und ich nenne es Baumhering. Oder so. Baumhering? Ja. Baumhering. Ja. Stockfisch. Bei der Busch. Ja, gut. Okay. Lala. Alkohol. Oh ja, ist sympathisch hier. Bauplan Schlitze. Schlitze! Brief an Maggie. Ah, das war dann wohl. Mhm. Naja. Suche nach dem Lager im Westen. Achso, wir sollen ja weiterfolgen. Ich dachte, wir sollen jetzt nur einen Brief dahin bringen. Aber gut. Ja gut, wir sollen ja eigentlich herausfinden, wo die sind. Oh, wir machen jetzt also eine Schnitzeljagd. Ja. Cool. Im wahrsten Sinne des Wortes vielleicht. Oh, Scheiße.
Das passiert, wenn man rückwärts die Leiter runtergeht und nicht schaut, wo man hinlatscht. Plötzlich ist die Leiter zu Ende und man fällt einfach nur runter. Das ist mir aber auch passiert. Ich weiß gar nicht, ob wir hier hoch sollen, oder? Ja, Lager im Westen. Wir gehen schon ein bisschen westlich. Das sieht gar nicht so verkehrt aus. Und wenn nicht, liegt der da vielleicht nochmal. Was? Was war das denn? Ich bin runtergefallen. Weiß nicht genau, warum. Ja, und oben. Okay, hier ist aber hübsch. So aus der Puste war ich doch gar nicht. Kletter ich scheiß Wurzeln hoch, Mann. Frau, was auch immer. Mann, zwei. Hey, Dennis Rodman liegt hier. Ja, ja. Oh, cool. Die gute alte Zeit, ne? Als Dennis Rodman noch Fußball gespielt hat. Fußball, ja, genau. Da war was. Da, 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 da. That bug is done. Was, was ist denn hier? Ach, der, guck mal hier, der klopft an. Hallo, dann hier bei zu Hause. Scheint da drin irgendwas Wichtiges zu sein. Haben Sie schon Ihre Steuer bezahlt? Die Anklopfsteuer? Ja, die Anklopfsteuer, selbstverständlich. Oh, das ist aber toll, eine tolle Tür, da kann man nämlich durchgreifen und immer schon mal plündern. Oh Gott. What the fuck? Entschuldigung. Aber das kam sehr überraschend. Oh, Alter. Ja, ich gehe da meines Weges, auf einmal schwenkt die Kameraperspektive um und der Typ hängt mir in der Fresse. Also, das war übel. So. Wie kannst du denn... Hä? Achso, es regnet wirklich gut. Aber warum regnet es denn hier drin? Weiß ich nicht. Guck mal, Verbände. Ein Energy Drink. Und ein Koffer und... Warum wollte der jetzt hier rein? Hier drin ist doch gar nichts. Oder sehe ich das falsch? Ja, das hier ist ja nur ein Extrahaus. Das ist ja nicht das Lager, das wir suchen. Ja, aber ich hätte gedacht, dass vielleicht doch irgendjemand hier alt ist. Ich hätte halt gehofft, dass es irgendwie... Na gut, ich weiß nicht, wie gut das Spiel da ist, dass du zum Beispiel jetzt irgendwas findest, was du später in irgendeinem Quest zum Beispiel brauchst. Und dann hast du es schon. Ich weiß nicht, ob das Spiel sowas macht oder ob es dann jetzt einfach, sobald man den Quest annimmt, dann das Item erst platziert. Ja, weiß ich auch nicht. In jedem Falle finde ich die Hütte recht enttäuschend. Ja, viel Cooles war jetzt auch nicht hier, ne? Eigentlich gar nichts. Und draußen schifft es wieder. Ja. Oder immer noch. Oder je nachdem. Na gut. So, hi. Zombie-Versammlung. Nahkampffähigkeiten Stufe 2. Awesome. Was treffen die sich einfach hier so unter freiem Himmel? Ab einer bestimmten Anzahl von Personen muss man was anmelden. Ja. Wir machen hier eine private Strandparty. Das geht ja so nicht. Guck mal, diese malerische Brücke da hinten. Ich dachte doch gerade, waren wir da schon mal drüber gelatscht? Nee, ne? Also hier in der Ecke waren wir eigentlich noch gar nicht. Wobei, auf dem Radar sehe ich schon wieder dieses komische Kompasszeichen, dieses nautische Symbol da. Es wird wahrscheinlich nicht nautisch sein, jeder Kapitän wird mir jetzt auf die Schnauze kloppen, aber wir haben ja keine Kapitäne in den Abonnenten. Das ist ja eigentlich doch immer irgendwie für ein Lager, oder? Das, ich weiß gerade nicht. Das heißt doch, wir wären hier irgendwo in der Nähe eines Lagers, in dem wir schon mal waren. Ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen, weil ich vor uns einen Berg sehe und ich hoffe, wir kommen da vorbei. Ich halte mich mal an die Hütte. Oh, nee, ach nee, scheiße. Gut, hier ist schon mal Ende. In die Richtung ist Essig. Die Hütte, die Hütte. Das ist ein brutaler Nagelhammer, oder was? Warum komme ich hier nicht hoch? Hüpf die. So. Ach, der lebt noch. Ja, gleich nicht. Was? Kaputte treten. So, na, brutaler Nagelhammer, ja, schön. Aber sonst sieht das hier auch wieder ziemlich dürftig aus. Was, halt? Da ist ein Ausrufezeichen auf dem Radar. Ich seh's. Scheiße, wie kommt man da hoch? Ach nee, müssten wir doch wieder zurück zu der Hütte und da irgendwie über diese Hängebrücke latschen? Meinst du, oder reicht es nicht einfach, wenn wir... Wo sind wir denn hier? Es ist nicht die... Also hier kann man zum Beispiel einfach durchgehen. Ich weiß jetzt nur nicht, wo wir sind. Hallo? Oh, da steht jemand. Auf einem Wohnwagen. Soll ich einen Molly werfen? Zur Begrüßung, ja. Mhm. Dope. Hey, Hilfe. Was denn? Warum? Die leben doch alle nicht.
Also. Oh nein, dieses gefährliche Wasser. Nee, ist so schmutzig, will. Macht es sauber, dann komme ich. macht es sauber, genau. Ja, muss ich jetzt mit so einem kleinen Kochsieb hinstellen und dann. Hi Dave. I'm a movie director. I was filming my next movie here, and shit, this goddamn thing, it's been cursed from the start. Ja, wenn er einen Horrorfilm gedreht hat. Shooting this horror movie. Ja, wir waren dabei, einen Horrorfilm zu drehen. Hallo, du bist ein Paradies. Believe them. Anna and Mark. Wait. Ach so. You've got to recover my camera. How can I help you? Go to the set, find my crew and recover the camera. Will you do that for me? Genre Horror-Slasher. Besorge Ausrüstung von einem Filmset. Ja klar, wir haben sonst nichts zu tun. Mhm, Batterie, okay. Also, ich finde ja schon, die Ideen der Quests sind irgendwie schon witzig. Es ergibt sich halt irgendwie, also das ist trotzdem immer wieder dasselbe. Du rennst halt hin, schlachtest alles ab, nimmst ein Item und gehst. Aber so die Bleiben Prämisse, wir beim, trotzdem erstmal beim sicheren Ort, oder? Ja, weiß ich nicht. Wo ist denn das Kameraset-Gedöns überhaupt? Slasher-Horrorfilm, wie weit ist denn das? Das wäre links. Sicherer Ort ist rechts hier lang. Ja, es sind beide so um die 200 Meter weg, also es ist ziemlich wurscht. Richtig. Und irgendwann müssen wir wahrscheinlich eh wieder zurück, also von daher. Ja.